Deutschland hoch in Ehren, du heiliges Land der Treu. Stets leuchte deines Ruhmes Glanz in Ost und West aufs Neu. Du stehst wie deine Berge fest gegen Feindes Macht und Trug. Und wie des Adlers Flug vom Nest geht deines Geistes Flug. Haltet aus, lasset hoch die Banner wehen. Zeiget ihn, zeigt dem Feind, dass wir treu zusammenstehen. Dass sich unsere alte Kraft erprobt, wenn der Schlachtruf uns entgegentrobt. Haltet aus, im Sturmgebraus. Gedenket eurer Väter, gedenkt der großen Zeit, da Deutschlands gutes Ritterschwert gesiegt in jedem Streit. Das sind die alten Schwerter noch, das ist das deutsche Herz. Die schlagt ihr nimmer mehr ins Joch, sie dauern fest wie Erz. Haltet aus, lasset hoch das Banner wehen. Zeiget stolz, zeigt der Welt, dass wir treu zusammenstehen. Dass die alte deutsche Kraft erprobt, auf uns Friede strahlt, ob Krieg und Tod. Haltet aus, im Sturmgebraus. Zum Herrn erhebt die Hände, er schirmt es immer da. Das schöne Land vor jedem Feind, hochsteige deutscher A. Dem teuren Lande Schirm und Schutz, sei deutscher Arm bereit. Wir bieten jedem Feinde Trutz und scheuen keinen Streit. Heut und in aller Zeit. Haltet aus, lasset hoch das Banner wehen. Lasset uns treu und kühn mit den ersten Völkern gehen. Dass sich deutscher Geist und Kraft erprobt, wenn das Ungewitter uns umtobt. Haltet aus, im Sturmgebraus. Zum Herrn erhebt die Herzen, zum Herrn erhebt die Hand. Gott schütze unser teures, geliebtes Vaterland. Es sind die alten Schwerter noch, es ist das deutsche Herz. Man zwingt sich nimmer mehr ins Joch, sie dauern aus wie Erz. Haltet aus, lasset hoch die Banner wehen. Zeiget ihm, zeigt dem Feind, dass wir treu zusammenstehen. Dass sich unsere alte Kraft erprobt, wenn der Schlachtruf uns entgegentobt. Haltet aus, im Sturmgebraus. Nein, Quatsch, Ton ist an. Einen schönen guten Abend Stefan, guten Abend an alle da draußen. Kleine Info, ja, für die, die immer nach der Musik suchen, wir haben extra eine Playlist bei YouTube, wo Hedwigs Kunstwerke alle aufgelistet sind, da kann man die gerne nochmal nachhören. Überhaupt kein Problem, dort sind sie zu finden. Stefan, du warst heute leider, oder was heißt leider, du warst allein aktiv, da ich wieder unterwegs war und hast uns einen kunterbunten Blumenstrauß an Meldungen hier zusammengesucht. Ja, jede Menge. Also die Chipstüte darf ruhig voll sein. Es könnte heute etwas länger werden. Ja, es ist mir auch jetzt schon arg und ich bitte um Nachsicht, dass es heute länger dauert.
Es ist oftmals so, der Tag fängt nachrichtlich sehr entspannt an. Ja, und das ist, was ich in den letzten Tagen jetzt des Öfteren beobachtet habe. Sobald dann die US-amerikanischen Freunde, also die Patrioten, drüben so richtig wach sind, an der Ostküste mit 6 Stunden Verspätung und an der Westküste mit 9 Stunden Verspätung, dann scheppert es im Karton. Ja, also man muss ganz klar festhalten, die besten und die interessantesten Nachrichten gibt es derzeit echt nur auf Twitter. Das ist wirklich Wahnsinn, was dort passiert. Ich möchte aber die deutschen Patrioten gar nicht jetzt kleinreden damit. Die machen auch sehr, sehr viel. Nur numerisch sind einfach die Amerikaner natürlich mehr. Also Carsten, insofern müssten wir jetzt die Sendung schon wieder umstellen, theoretisch, weil so viel Neues dazugekommen ist. Aber wir werden es dann für morgen mitnehmen, denke ich. So ein paar Knaller meint man sich in der Innenpolitik, im besten Deutschland aller Zeiten auch leisten zu können. Ja, die haben wir auch dabei, selbstverständlich. Wir gucken nicht nur über den großen Teich. Aber die Themen dort werden ja auch Auswirkungen auf uns haben. Insofern denke ich mal, wie du schon sagtest, ein bunter Blumenstrauß. Und es sind wirklich mal wieder kaum zu glaubende Informationen dabei. Wir starten wie in letzter Zeit immer mit dem reingenommenen Startbild. Je weniger Talent Sie haben, desto größer ist Ihr Stolz, Ihre Eitelkeit und Ihre Arroganz. All diese Verrückten finden jedoch andere Verrückte, die Ihnen applaudieren. Ich glaube, wir hatten es schon mal dabei vor einer Weile, aber es ist im Augenblick so aktuell, ja. Du sprachst ja davon gestern, oder wir waren uns da einig, dass es im Augenblick wohl kurz vor knapp vor dem Moment steht, dass sie kopflos unterwegs sind. Indizien bei den Meldungen heute haben wir dafür, aber zum Schluss wird nochmal richtig draufgebuttert. Ja, gleichwohl hat man so das Gefühl, dass es so ein paar Akteure gibt, die genau wissen, was sie tun. Ja, also es gibt die unzähligen Verwirrten und dann gibt es vor allem eine Ministerin, da kann man das wirklich, wirklich feststellen und sie ist auch heute wieder dabei. Ja, mit einem schönen Widerspruch in der Handlung zu den anderen, ja. Ja, gut, dass sie natürlich stolz ist. Ich finde per se Stolz nichts Falsches. Ja, ist halt die Frage, wie man Stolz ist, definiert. Eitelkeit ganz sicher. Arroganz, die Arroganz der Mächtigen, sagt man ja auch oft. Ja, das ist auch bei ihr zu sehen. Denn sie schert sich ja nicht um das, was hier so vorgesehen ist. Ja, im Grundgesetz. Sie schrammt halt immer so haarscharf an einer Klage vorbei, so scheint es zumindest. Das heißt, und das ist das beste Zeichen für mich, dass sie eben genau weiß, was sie tut. Und gut, sie hat jetzt einmal eine Niederlage erlitten. Ja, Stefan, lass uns das, wenn wir zu dem Artikel kommen. Das ja. Passt dann besser vom Zusammenhang her. Das hattest du gestern schon mit reingestellt. Heute habe ich es dann mit reingenommen. Das Wichtigste aber ist bei jeder Verfassung, dass man durch die Gesetze und sonstige Einrichtungen eine solche Ordnung einführt, dass die Bekleidung der Ämter keinen Gewinn abwirft. Aristoteles, das war mal der ursprüngliche Gedanke des Ganzen. Ja, und was ist daraus geworden? Ja, also für mich ist Aristoteles sowieso schon seit jeher der erste Verschwörungstheoretiker. Ja, denn das gibt's ja nicht. Ja, wir wissen ja, dass die im Bundestag sitzen und in der Bundesregierung, die machen das, weil sie dann davon überzeugt sind, dass nur sie das machen können. Und sie sind dabei eben auch nicht bescheiden, sondern sie halten die Hand auf, und zwar nicht zu knapp. Das geht jetzt mittlerweile so weit, dass es einen automatischen Gehaltserhöhungsmechanismus gibt,
der gar nicht mehr großartig diskutiert und entschieden werden muss. Das wird einfach automatisch, gibt es da so Angleichmechanismen. Ja? Ist Inflation, gibt es mehr Geld, ist ein Jahr wieder rum, gibt es mehr Geld, ja? Gibt es Lohnanpassungen für die Bediensteten, wie nennt sich das, im öffentlichen Dienst, ja, dann profitieren sie indirekt auch davon. Also es gibt x Möglichkeiten, wo man sieht, dass der Grund, warum sie entsprechende Ämter bekleiden, genau das Gegenteil von dem ist, was Aristoteles sagt. Ganz kurz, ich schreie nicht. Ja, ihr habt lauter gedreht, weil Stefan das Mikrofon so weit weg hat. Und deswegen ist er etwas leiser. Jetzt wird sich das gleich ändern. Ja. Also das sieht man auch. Ihr seht hier meins. Ja, jetzt seht ihr Stefan seins davor. Jetzt wird sich das schlagartig ändern. Der Ton bei mir ist genauso wie gestern. Stefan, ich wollte aber noch auf eine zweite Sache bei diesem Ausspruch. Und zwar finde ich das auch recht interessant. Er spricht davon, das Wichtigste aber ist bei jeder Verfassung, dass man durch die Gesetze und sonstige Einrichtungen, das bestätigt ja auch nochmal eine Geschichte, die wir schon angesprochen haben, bei der ganzen Diskussion müssen wir zu dieser Verfassung zurück und wenn man das Ganze dann erst alles modernisieren müsste und dann könnte man doch gleich eine neue machen. Diese Diskussion gibt es ja immer wieder und das ist dieses Fehlverständnis. Ja, die Verfassung ist die Grundlage und die Gesetze, die darauf fußen, das sind die, die alles regeln. Und die bräuchte man nur zu modernisieren oder anzupassen. Die Verfassung an sich ist einfach nur der Stützpfeiler. Jetzt muss ich nochmal nachlegen, insofern, dass ich jetzt etwas selbstkritisch mit mir ins Gericht gehen muss, denn hier wird ja von einer Verfassung gesprochen. Wie wir wissen, haben wir keine Verfassung. Ja? Wir haben ja nur ein Grundgesetz. Sie nennen es zwar gerne Verfassung, ja? Demzufolge kann man natürlich die Argumentation, wie ich sie geführt habe, auch stehen lassen, aber streng genommen, wenn wir das auf die aktuelle Gegenwart übertragen, trifft diese Aussage auf das bestgeschulte Personal in der Verwaltung nicht zu. Ja? Wir starten mit dem ersten Beitrag und der passt doch auch wieder so richtig super zu den Meldungen von Olafs Welttournee auf der Suche nach Fachkräften und unserer Frage von gestern, für was? Jobschock bei VW, 30.000 Stellen in Gefahr. Bei Arbeitern herrscht jetzt Wut und Angst. Zwei Werke sollen geschlossen, bis zu 30.000 VW-Arbeiter gefeuert werden. Die Schocknachricht platzte ausgerechnet in die reguläre Betriebsversammlung der sächsischen Werke in Zwickau und Chemnitz. Na hallo. Wie will man das den Leuten nun wirklich noch irgendwie erklären? Ja, massiver Stellenabbau und gleichzeitig holt man unter dem Vorwand, man brauche Fachkräfte, jede Menge neue rein. Ja, das ist natürlich auf den ersten Blick eine Diskrepanz, das stimmt schon. Der Fachkräftemangel jetzt und da ist, ich denke, das kann man für andere Bereiche, also nicht Automobilindustrie, definitiv schon festhalten. Stichwort Pflege, die sogenannten Krankenhäuser, Handwerk, ja, kleine und mittelständische Betriebe, denen fehlen die Leute. VW hat noch nie das Problem gehabt, dass sie keine Leute bekommen haben. Die konnten immer besser bezahlen als der Rest im Land. Sind sie ja doch Teil der Kommandowirtschaft. Ja, und natürlich, dieser Effekt, den du beschrieben hast, den gibt es tatsächlich. Dass so mancher sich jetzt nun wirklich mal nicht nur die Augen reiben sollte, damit er wach wird, sondern auch mal vielleicht gescheit rechts und links das Ohr einmal ordentlich durchspülen zu lassen beim HNO, das vielleicht hört man dann noch besser.
Wenn man uns zuschaut, dann sowieso, dann sieht man auch klarer. Und Brille putzen. Apropos, das muss ich gleich tun, meine Brille ist wieder furchtbar schmutzig. Also das ist nicht mehr zu vermitteln, was hier passiert. Und man muss natürlich ganz klar sagen, wir haben hier wieder diesen klassischen Effekt. Ja? Die Inhaber von VW, die Familie Porsche und die Familie Piech unter anderem, die haben sich halt entschieden, irgendwann Teil dieser Kommandowirtschaft zu werden. Sie haben sich also freiwillig in Abhängigkeit vom System begeben. Ja? Sie haben dann ja auch freiwillig den ganzen Unsinn mit den E-Autos mitgemacht. Ja, und wer darf das ganze verkorkste Produkt, nämlich das E-Auto, dass es sich nicht verkauft und nicht gewollt wird, jetzt ausbaden? Es ist wieder der kleine Mann. Die Arbeitnehmer, die sind wieder diejenigen, die jetzt Angst und Sorge haben müssen. Und ich weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird, dass Fehler, die von Eigentümern oder vom Management gemacht werden, dann auch von diesen ausgebadet werden. Das bleibt jetzt zunächst abzuwarten. Wir haben wieder eine Zusendung von den Grenzen. Und zumindest steht dort was rum in Blau-Weiß. Ja. Aktiv sieht man sie nicht wirklich was, allerdings scheint dort auch nicht viel los zu sein. Ja, also Grenzkontrolle sieht anders aus. Ja, Grenzkontrolle bedeutet Beamte auf der Straße, nur noch eine Spur offen, entsprechende, wie sagt man da, Warnelemente auf der Straße oder Absperrelemente auf der Straße, nichts dergleichen. Also es verfestigt sich doch das Bild immer mehr, dass das alles nur Blabla ist. Ja, dass das alles eine Riesenshow ist, um hier etwas zu simulieren, passt ja auch gut. Der Begriff des Simulierens, was gar nicht gewollt ist. Und dass es ja nicht gewollt ist, Carsten, das wissen ja nicht nur wir, sondern unsere Zuschauer mittlerweile auch am besten. Es gibt kreative Köpfe, die das Ganze natürlich gleich nochmal umsetzen. Hier denke ich mal, sehr gut gelungen. Das Bild in meinem Kopf, wenn die Kartellparteien effektiven Grenzschutz versprechen. Ja, ein anderes Bild, was ich gesehen hatte, war mit einer Tür, die verschlossen war und links und rechts daneben fehlte der Zaun. Ja, so kann man das auch darstellen. Ich denke, man hat es ganz gut getroffen. Viel Wind um nichts. Übrigens, wer sich fragt, wo das gerade war, das war der Grenzübergang nach Frankreich, Kehl, unweit der Oberbrücke an der B28. Vielen Dank für die Zusendung übrigens. Da ist die Frage, in welche Richtung müsste der besser kontrolliert werden? Raus oder rein? Ja, ich denke mal sowohl als auch nicht. Also das ist ja der Sinn von Grenzkontrollen. Man kontrolliert ja nicht nur in eine Richtung. Ich meine jetzt vom Schwerpunkt her, aber da kommen wir zu der französischen Meldung kommen wir nachher noch. Ja, aber der Schwerpunkt müsste natürlich alles, was rein will, sein. Ja, das ist schon richtig. Kokolores und Migration. Plötzlich will Bodo Ramelow Reue zeigen. Naja. Bei Maischberger gestand Thüringens scheidender Ministerpräsident, wir haben viele Fehler gemacht. Richtig, Bodo. Der einstige Verfechter strikter Kokolores-Maßnahmen fordert nun eine Aufarbeitung. Stefan, interessant. Der Bodo war doch auch derjenige, der nochmal allen erklärt hat, wir bräuchten endlich eine Verfassung. Ja? Und jetzt das? Also das Erste, das war ja während seiner aktiven Zeit. Und jetzt, wo er scheidet, da kommt sein Gewissen durch. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Also ich habe noch keinen Politiker mit Gewissen gesehen.
Und ich meine, es ist doch nun allzu auffällig, was hier passiert. Also wenn denn diese seine Aussage nur am Ansatz Glaubwürdigkeit haben könnte, dann könnte sie nur diese Glaubwürdigkeit haben, indem Herr Ramelow zuvor, also zumindest seitdem Kokolores vorbei ist, also seit dem Frühjahr 23, dann hätte er schon längst einen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Ja? Wohlgemerkt, den gibt es ja momentan nur in Brandenburg, ja, in Potsdam, im Landtag Potsdam. Da gab es einen entsprechenden Untersuchungsausschuss. Also das ist absolut unglaubwürdig, was er hier sagt, denn seine Worte widersprechen seinem eigenen Handeln. Darauf verweist ja auch Apollo hier in diesem Artikel, denn er gehörte ja, wie es sich für einen strammen Linken gehört, zu den vehementesten Verfechter strenger Corona-Maßnahmen. Apollo schreibt, er forderte einen kompletten Lockdown. Ja? Und jetzt kommt er mit irgendwelchen Fehlerbeschreibungen daher und versucht sich rauszureden. Und das ist nun wirklich das Mieseste, was man machen kann. Dann heißt es hier nämlich im Rahmen eines Zitates, was Apollo wiedergibt, ich habe auf das Wort vertraut, ich habe damals davor gewarnt, dass wir eine einzelne Gruppe auf einmal isoliert dastehen lassen. Ja, also er verweist da auf den Bundesgesundheitsminister und auf den Kanzler vor allem insbesondere. Ja. Er sagt nämlich auch, er habe auf den Kanzler vertraut. Ja, Stefan, die Geschichte ist aber so heiß, dass es wohl wirklich zu dieser Schlammschlacht kommen wird, von der wir schon öfter gesprochen haben. Nämlich niemand lässt die Geschichte auf sich sitzen. Ja, und wenn man anfängt, hier die Zuständigkeit hin und her zu schieben, dann wird das Ganze wohl erst richtig ins Rollen kommen. Es ist Zeit, es wird Zeit, dass das endlich losgeht. Und ich hoffe mal, hier fühlen sich schon die ersten angegriffen und schießen dann verbal zurück. Ja, wir werden jetzt erstmal diese Schlammschlacht, wie du gesagt hast, ich denke mal, die werden wir auch noch in verschärfter Form sehen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass Anzeigen gegen entsprechende Politiker in dieser Angelegenheit Kokolores irgendeine Aussicht auf Erfolg haben. Das haben wir ja bereits in der Vergangenheit mehrfach gesehen, dass die Staatsanwaltschaft nicht gewillt ist, solchen Anzeigen nachzugehen, geschweige denn ein Gerichtsverfahren zu eröffnen. Wir haben das hier immer und immer wiederholt und ist ja auch kein Geheimnis. Die Staatsanwaltschaften in der Bundesrepublik sind nicht unabhängig. Ja? Das hat damit zu tun, dass es eben bis heute auch keine juristische Aufarbeitung gibt. Ja? Weil das kann man natürlich im Wege der Strafanzeige oder der Strafanzeigen, weil ja alle mit drin hängen, hätte man das tun können, aber das wurde bislang verhindert. Und insofern sind alle Äußerungen, und ich pauschalisiere da jetzt, was ich wirklich sonst vermeide, es sind alle Aussagen der damals handelnden Politiker, die dann jetzt im Nachhinein, Betroffenheit oder Reue heucheln, einfach nicht ernst zu nehmen. Kann man nicht. Wenn sie die Maßnahmen so, wie sie es jetzt beschreiben, finde ich richtig, gehalten haben, beziehungsweise jetzt im Nachhinein sich versuchen zu entschuldigen, dann hätten sie alle zurücktreten müssen. Haben sie aber nicht. Wir kommen zu dem, was du vorhin schon angesprochen hast. Ja, unsere absolute Favoritin, große Freundin, die wir so sehr bewundern. Und da passiert genau das Gegenteil von Bodos angeblicher Reue. Sie denkt sich, Attacke ist die beste Verteidigung. Nasers neuer Coup. Im Zuge eines neuen Waffenrechts sollen anlasslose Social-Media-Kontrollen kommen. Als Reaktion auf den Terroranschlag von Solingen plant Fancy Naser ein neues Sicherheitsgesetz. Dieses sieht weitläufige Verschärfungen des Waffenrechts vor. Wieder werden Grundrechte geschleift. Ja. Wie angekündigt, so ist es gekommen. Ja, der Effekt solcher vermeintlichen
Terroranschläge, ja, so werden sie ja offiziell eigentlich nicht genannt. Apollo News tut's. Das sind ja alles Einzelfälle, ja. Aber so ein Einzelfall dient dann eben, um für alle etwas zu regeln. Und ein Schelm, wer jetzt auf den Gedanken kommt, man hat nur auf so einen Vorfall gewartet. Ja, und vor allem ist es ein sehr interessantes Verständnis, was hier die Innenministerin zeigt von dem, was angeblich das Problem ist. Du hast es schon gesagt, das Problem seien die Terroristen. Dann wird hier noch geschrieben von Extremisten. Naja, klar, liebe Frau Bundesinnenministerin, das ist völlig logisch, was Sie da machen, denn eins ist ja bekannt, ja. Terroristen und Extremisten sind auf Social Media immer mit ihren Klarnamen unterwegs. Punkt 1. Und Punkt 2, wenn sie sich Waffen besorgen, dann besorgen sie sich ausschließlich, ja, legale Waffen. Da legen sie dann ihr Registrierte, ja. Ausweisdokument vor, ja, gehen dann zur entsprechenden Behörde, lassen die Waffen entsprechend eine Waffenbesitzkarte eintragen. Übrigens holen sie sich vorher auch noch die Erlaubnis, ja. Die Berechtigung, überhaupt Waffen zu führen, selbstverständlich auch in der Öffentlichkeit, ja, das tun Terroristen und Extremisten so. Und deshalb ist natürlich dieses Gesetz oder die Gesetzesänderung, die sie da vorhat, genau der richtige Weg. Ja, Damit kann nee, man die denn schon endlich klar. wegnehmen. Bitte? Damit kann man die denn dann endlich wegnehmen. Ja, ansonsten wird das ja nicht gehen, weil Ja, ja. da müsste man ja Aufwand betreiben. Da Und müsste was man ja muss so. man beobachten, Stefan? Man muss die Nicht-Waffenverbotszonen beobachten, denn in diesen würden die sich natürlich mit Waffen überhaupt nicht bewegen. Ja, also man kontrolliert einfach bloß noch die Bereiche, wo ja Waffen erlaubt sind. Und schon hat man alle im Sack. Ja, also brillante Idee von Fensinaser hier. Und ich bin gespannt auf die ersten Erfolgsmeldungen. Ja, die werden wohl genauso kommen wie die. Die Grenzen werden geschützt und einen Tag später hat man so und so viel Schleuser, Drogendealer und Terroristen sofort erwischt, weil das Ganze so effektiv ist. Ich könnte da noch wahnsinnig viel zu sagen, Carsten, aber Wir kommen, nein, nein, ich heb's Stefan. mir für die nächsten Tage auf. Wir kommen zu der nächsten Koniferie, ja. Und ach, guck mal, wie eloquent er da so da sitzt. Wahnsinn. Dabei gilt offiziell noch Alarmstufe. Rot, 1, Alpha, welche denn nun? Habeck erklärt Energiekrise für beendet. Na gucke, da hat er mal richtig auf den Tisch gehauen und hat gesagt, jetzt ist Schluss. Ja, Schluss mit Energiekrise, ich mag nicht mehr. Fertig. Bundeswirtschaftsminister Robert hat die Energiekrise in Deutschland kurzerhand für beendet erklärt. Bei einem Bürgerdialog in Osnabrück sagte er, das russische Gas fehlt nicht mehr. Gab es schon Feuerholzverteilungen für den Winter? Oder betet man für wolkenfreien Himmel und viel Wind im Winter? Nee, es gibt alles, es ist nur doppelt so teuer wie vorher. Ah. Ja? Und wer sich das nicht leisten kann, hat halt Pech. Ja? Das ist halt in der Kommandowirtschaft so. Da wird nicht geschaut, ob das für alle gut ist, sondern da wird nur geschaut, ob das für die Teilnehmer, also die Anbieter der Kommandowirtschaft gut ist. Und das ist ganz offensichtlich gegeben. Denn ansonsten wird er natürlich der größte Wirtschaftsminister aller Zeiten, den die Bundesrepublik je gehabt hat, nicht sowas sagen. Ja? Ich meine, der will doch jetzt alle in Sicherheit wiegen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Ja? Der ist so bemüht um die Bürger. Ja? Da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Ja? Und ich komme immer wieder auf Uschi zurück. Ja? Ursula, Uschi, uns, Uschi von der Leyen,
die ja gesagt hat, man soll nur den Qualitätsmedien vertrauen. Ja, das tun wir natürlich hiermit, denn wir wissen, die Bild ist ein Qualitätsmedium. Und wir vertrauen natürlich den bestgeschulten Personal, ja, vor allem den Führungskräften in der Verwaltung. Und da gehört ja der Robert ganz offiziell dazu. Also macht euch keine Sorgen. Ja, wenn er ein Machtwort spricht, ja, dann richtet sich die Mangellage natürlich auch danach und sagt, okay, ich setze jetzt mal aus. Der Robert hat es gesagt. Ja, also das sind alles für mich so Beiträge, wo es in Richtung kopflos geht. Weiter geht's mit Frust. Jetzt entlädt sich der SPD-Frust gegen Scholz. Kaum schickt die Union CDU-Chef Friedrich Merz als Kanzlerkandidat in den Ring, erhöht SPD-Chef Lars den Druck auf den amtierenden Kanzler Olaf. Stefan, so eine Angst haben die, weil die CDU die Geheimwaffe gezogen hat, ja? Du meinst im Herzen der Bauer? Ja. Ja. Und ich glaube, dem, wie heißt der gleich nochmal, Klingbeil, dem, der merkt jetzt langsam, dass wenn er noch eine Chance haben will, dann muss er jetzt. Ja. Also, und ich bin mir sehr sicher, dass S in der Mitte, ach, SS, wie ist das ja? Ich wusste erst gar nicht, wer das ist, ja. Ja, junge Mann, ach so. Ja, es war schwer zuzuordnen aufgrund dieses gepunkteten Krankenhaushemdes, was sie da anhat. Ja, oder ist das doch eine Bluse? Ich bin mir nicht so sicher. Oder ein Kleid. Ich kann das nicht identifizieren, was sie da anhat. Egal. Also vielleicht hat sie ja auch gesagt, Mensch, Lars, presch du mal vor. Du wirst dann Vizekanzler und ich werde Kanzlerin. Ja, so in der Tradition von Merkel. Du meinst, sie könnte noch zwischen Lars seinen Ambitionen stehen? Ja, ich traue der alles zu. Also die ist mit allen Wassern gewaschen. Ja, das hat sie ja vor kurzem im österreichischen Fernsehen gesagt, wo sie ja eine Oppositionspartei in Deutschland als, wie hat die beschimpft? Irgendwie als Braune oder als Nazi oder irgendwie sowas in die Richtung ging das doch. Wo er selbst der rot gewaschene Moderator der ZIP 2, glaube ich, also der Nachrichtensendung des ORF, etwas irritiert war und nochmal sicherheitshalber nachgefragt hat. Und da hat sie die Grünen gemeint? Ja, das ist nicht so ganz klar, wen sie gemeint hat, ja. Aber ich glaube, für die SPD sind die Grünen mittlerweile sowas wie eine Interregierungsopposition, ja. De facto ist es natürlich umgekehrt. Die Grünen gehen ja in Polen, das wissen wir ja, und die Roten tanzen nach deren Musik, ja. Also, ich denke mal, Verzweiflung, weil sie wissen, der Olaf Scholz, ja, der hat zwar weiße Hemden an, in diesem Fall jetzt nicht, aber die sind eher grau, ja. Und das könnte dann passieren, dass dieser ganze Schmutz, der sich da abgelagert hat auf seinen Hemden, dass der ihn dann irgendwann mal ins Gesicht klatscht und da haben die alle keine Lust drauf. Wir gehen etwas weiter in den etwas größeren Bereich, in die EU. Und da haben wir den nächsten Versuch, die EU nun endlich zu zerstören. Ja, den Dominoeffekt auszulösen. Millionenstrafe soll Ungarn von EU-Geldern abgezogen werden. Das ist natürlich auch eine clevere Variante, wenn eh nichts mehr da ist, zu erzählen, warum nichts ankommt. Ja, weil man einfach gegengerechnet hat. Ungarn liegt schon lange im Clinch mit Brüssel. Ein Streit um die Asylpolitik des Landes könnte Budapest nun teuer zu stehen kommen. Nein. Nein. Deutlich nein. Ja. Ich denke mal, Orbán ist so intelligent, dass er weiß, dass er mit Geldern der EU nicht zu 100% rechnen kann.
Das wird wohl auch eingeplant sein, was die EU immer wieder vergisst, wenn sie das Spiel mit Ungarn übertreiben. Und Ungarn sagt, wir haben keine Lust mehr, der Prügelknabe zu sein, wir treten aus, dann ist das der Anstoß zu einem, mit Sicherheit, zu einem Dominoeffekt, da es schon einige Kandidaten gibt, die mit Sicherheit aus diesem Verein gerne austreten würden. Ich denke, also es gibt da jetzt zwei Abtrünnige, wenn man so möchte, in der EU und die Polen. Das ist ja de facto ein EU-Protektorat geworden mit der aktuellen dortigen Regierung. Und die einzigen zwei, die ja wirklich nicht alles mitmachen, ist die Slowakei und Ungarn. Und ich denke, es ist jetzt noch zu früh, dass sie sagen, okay, wir gehen raus, sondern sie werden den richtigen Zeitpunkt abwarten. Und ich glaube, der richtige Zeitpunkt wird dann sein, wenn die Wahl in den USA durch ist. Also danach, beziehungsweise wenn möglicherweise dann Trump als neuer Präsident inauguriert wurde am 20. Januar 2025. Ich glaube, dann wird sich einiges verändern. Und das werden wir in Europa auch zu spüren bekommen. Und zwar offensichtlich ändern. Und ich Stefan, glaube, bis dahin müssen wir uns noch gedulden. Ich bleib dabei, die werden nicht selber gehen. Der wird mit seiner Hartnäckigkeit jede Minute nutzen, die er innerhalb der EU noch etwas verlauten kann, etwas von sich geben kann und wird es darauf anlegen, dass man ihn rausschmeißt. Also, dass man Ungarn rauswirft. Vielleicht natürlich mit dem Hintergedanken, dass das auf Orbán dann lastet und ihm schadet, wird es nicht. Ja, also ich denke mal, er zieht das Spiel bis zum bitteren Ende durch. Und die Frage ist, wann man in Brüssel der Meinung ist, man will sie nicht mehr dulden. Ja, also hier geht es ja natürlich darum, die Hoheit zu behalten, wie das Ganze in der Wahrnehmung der Menschen aufgenommen wird. Ein Austritt wäre da, denke ich mal, nicht so clever wie rausgeschmissen werden. Wir kommen zu einer Meldung, wo ich mal eine Frage habe. Hat diese Meldung irgendjemand in einem westlichen Medium gesehen? Habe ich nur oberflächlich geschaut und deswegen nichts gefunden? Amtsenthebungsverfahren gegen Macron eingeleitet. Laut französischer Medien allerdings kaum Erfolgsaussichten. Hätte ich in Sachen französischer Staatsmedien erstmal auch so behauptet. Frankreichs Parlament hat am 17. September, also vor zwei Tagen, dem Amtsenthebungsverfahren gegen Landespräsident Emmanuel Macron zugestimmt, das die linke Partei Unbeugsames Frankreich am Monatsanfang beantragt hatte. Wie in den USA auch, bedeutet dies noch nicht die Amtsenthebung. Ja, also es ist bloß ein offizielles Verfahren eingeleitet, aber auch darüber habe ich nicht wirklich was gesehen. Natürlich nicht. Wo kämen wir denn dahin, wenn auf einmal in den Massenmedien die Wahrheit stehen würde? Das wäre fatal. Ja. Und insofern sind es dann die sogenannten Propagandamedien, die diese Aufgabe übernehmen müssen. Ja, in diesem Fall RT Deutsch. Nein, würden wir nie mit reinnehmen. Die sind ja gesperrt. Musst du dich total vertan haben, Stefan, das ist irgendwas anderes, wahrscheinlich ein privater Blog. Okay, also ich meine, da glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen. Auf jeden Fall ist es ja jetzt auch keine neue Erkenntnis, dass man in den Massenmedien die wirklich wichtigen Informationen nicht mehr findet, sondern in der Regel bei alternativen Medien oder eben auf Twitter oder auf Telegram. Wobei da eben die Kunst immer ist, Wahrheit von Lüge, also Fake, zu unterscheiden. Also auch Telegram ist kein Hort der Ehrlichkeit. Man muss da immer genau überlegen und für sich entscheiden, sind die Nachrichten dort echt und authentisch.
Ja, aber das finde ich doch interessant, Carsten, dass man jetzt hier echt mal zur Tat schreitet. Ich kann mich entsinnen, wir hatten vor 2 Monaten, glaube ich, so eine Meldung. Machte es doch die Runde, sogar im Mainstream, dass Macron sich geweigert hat, dem Wahlsieger, das ist nicht seine Partei, die Regierungsbildung zu übertragen, sondern er Ja. hat dann einfach seiner Partei gesagt, auch ihr macht wieder die Regierungsbildung. Und das hatte eben dort dann die entsprechenden anderen Oppositionsparteien ziemlich erbost. Und jetzt ist dieses Verfahren eben mit Mehrheit eingeleitet worden, da sie ja eine Mehrheit aufgrund der letzten Wahl auch haben. Also das dürfte für Macron nicht gut ausgehen, weil sich einfach die Mehrheitsverhältnisse mal ganz klar geändert haben. Wenn es allerdings von links kommt, inwieweit das eine Verbesserung für Frankreich bedeuten würde, das sei mal noch dahingestellt. Ja, für mich hier erstmal prinzipiell als wichtigstes die Mediensperre zu dieser Meldung im Mainstream bei uns. Wir kommen zu einer Geschichte, wo ich erstaunt bin. Niederlande beantragen Ausstieg aus EU-Asylregeln. Als sie ihre ersten Maßnahmen verkündet haben, war ich ja der Meinung, das ist alles nur Show. Ja. Jetzt geht es dort allerdings weiter. Die neue rechte Regierung in Den Haag plant die strengsten Asylregeln in Europa und sie will aus den EU-Regeln aussteigen. Ein eher symbolischer Schritt. Die Niederlande haben bei der EU-Kommission den Ausstieg aus den EU-Asylregeln beantragt. Das teilte die radikal rechte Asylministerin Faeber auf X mit. Wir müssen wieder über unsere eigene Asylpolitik das Sagen haben. Dass Niederlande Erfolg haben, ist unwahrscheinlich. Für eine solche Ausnahmeregel, den sogenannten Opt-out, müssen in der Regel alle 27 EU-Staaten zustimmen. Außerdem haben sich die EU-Länder bereits auf die Asylreform geeinigt und müssen diese nun umsetzen. Das heißt, wenn die in den Niederlanden das ernst meinen und es wird ihnen verweigert, dann wäre das ja nach Ungarn oder mit Ungarn der nächste Kandidat, der einfach keine Lust mehr auf das ganze Theater hat. Ja, das ist halt die große Frage, oder ob das nicht alles Show ist. Ich glaube, nachdem ja diese merkwürdige Regierung in den Niederlanden installiert worden ist, wir erinnern uns, der Premierminister ist der ehemalige Geheimdienstchef der Niederlande, habe ich da große Zweifel dran, ob das nicht alles Theater ist. Möglich ist es, ja, gar keine Frage. Allerdings, wenn die Niederländer ja jetzt erst anfangen, so ein bisschen rebellisch zu werden, und wir entsinnen uns, dass man ja bis zur letzten Regierung die Pläne und Vorgaben des Weltwirtschaftsforums akribisch genau in Holland umgesetzt hat, habe ich meine Zweifel, warum das von heute auf morgen sich ändern sollte. Denn wir haben ja gelernt, es ist nicht eine Frage der Partei. Die eine Partei sind nicht die Guten und die anderen sind die Bösen. Das wäre viel zu simpel. Die Strukturen verlaufen ja durch die Parteien, durch die Organisationen, durch das Land und so weiter und so fort. Möglich ist es, ich sehe es allerdings noch nicht. Und die Niederländer werden jetzt ja wahrscheinlich erstmal eine Schelle kriegen. Und dann ist ja die Frage, was machen sie? Ja, machen sie es trotzdem? Dann würden sie ja wie Ungarn mit einem Strafverfahren belegt und mit Geldstrafe belegt werden. Und bis dahin muss es dann erstmal kommen. Also der entscheidende Punkt wird jetzt sein, fallen sie jetzt sofort um oder sagen sie, ist uns egal, wir ziehen das Ding durch. Du hast den richtigen Punkt angesprochen. Es kann alles nur Show sein, sowohl in Frankreich als auch hier. Ja, man bringt solche Meldungen raus, stößt Sachen an, die eh nicht realisierbar sind. Ja, also möglicherweise das Amtsenthebungsverfahren gegen Macron nicht.
Und dieser Austritt hier aus der Regelung durch die Niederlande auch bloß nicht. Aber man kann dann sich hinstellen und sagen, also wir haben unser Bestes gegeben. Ja, es hat halt einfach nicht funktioniert. Das ist das, was wir abwarten müssen. Und dann sehen wir, inwieweit, was für eine Show das Ganze ist. Ich will jetzt aber auch nicht komplett schwarz reden, ja. Man muss immer nur beide Optionen einfach in Betracht ziehen, ja. Es kann jetzt tatsächlich sein, dass die Dinge sich ändern. Was sich ja geändert hat, ist auf jeden Fall, dass das System nicht mehr wie am Schnürchen funktioniert. Und das sehen wir ja in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten jetzt, dass sie da der Meinung sind, eben ja, ihre Hoheit zurückzuerlangen. Und das ist zumindest mal grundsätzlich positiv zu bewerten. Wir haben auch in Holland genau dasselbe Problem, dass viele nicht verstehen, was gespielt wird. Und da muss es jetzt dann mal den ersten offenen Bruch geben. Und ich glaube, dafür ist zumindest das Vorgehen der Holländer und auch das Vorgehen in Frankreich geeignet. Wir kommen in die USA und da gibt's mal wieder eine Meldung, die wir schon öfters hatten. Shutdown vor US-Wahl droht. Repräsentantenhaus stimmt gegen Überbrückungshaushalt. Die Finanzierung der US-Bundesbehörden ist nur noch bis Ende September gesichert. Nun wurde ein Vorschlag für einen Überbrückungshaushalt zur Abwendung einer Haushaltssperre abgelehnt. Warum? Das US-Repräsentantenhaus hat einen Vorschlag für einen Überbrückungshaushalt zur Abwendung einer drohenden Haushaltssperre abgelehnt. 220 Abgeordnete stimmten am Mittwoch gegen den Vorschlag der Republikaner. 202 dafür. Die Finanzierung der Bundesbehörden ist nur noch bis Ende September gesichert und hier haben wir den Grund. Antrag scheiterte wegen Safe Act. Der von den Republikanern eingebrachte Vorschlag stieß auch in den eigenen Reihen auf Widerstand. Da mit dem Gesetz gleichzeitig eine umstrittene Regelung beschlossen werden sollte, die vorsieht, dass Bürger bei der Registrierung für landesweite Wahlen gleichzeitig einen Nachweis über ihre Staatsbürgerschaft erbringen müssen. Das war ja der clevere Schachzug. Neu ist es nicht, das ist schon eine Weile her, dass man gesagt hat, man verbindet das miteinander. Sie stimmen dieser Haushaltserweiterung zu, aber diese Geschichte wird gekoppelt dort mit reinkommen. Und alle, die jetzt schreien und das auf keinen Fall haben wollen, ich denke mal, die werden notiert. Ja, schon. Die werden nochmal ins Licht gestellt. Und was ja interessant ist, also den Demokraten kann ja ein Nothaushalt, der die weitere Finanzierung der Bundesbehörden sichert, nur recht sein. Und ebenso den Renos, also allen Vertretern, die da einer gewissen Gruppierung angehören. Aber hier wird ja den Menschen nochmal gezeigt, was sie eben nicht wollen. Sie wollen nicht sicherstellen, dass nur US-Amerikaner wählen gehen dürfen. Und das wird den Menschen eben gezeigt. Das ist ein genialer Schachzug, den Trump hier gemacht hat in dieser Kombination der zwei Gesetzesvorhaben. Und nun sind eben beide abgelehnt worden. Und das ist nochmal Aufklärung pur, die passiert. Denn ein Shutdown, das bekommen die Bürger ziemlich unmittelbar zu spüren. Und dann werden sie sich natürlich fragen, na, wen haben wir den Shutdown denn jetzt diesmal zu verdanken? Ja, Stefan, ich sehe auch noch eins, und zwar die Wahrscheinlichkeit, dass es hier diesmal keine Rettung in letzter Sekunde gibt, die sehe ich als ziemlich hoch an. Ja, das ist der letzte Moment vor den Wahlen, um zu zeigen, das bisherige ist am Ende. Ja, immer nur noch neue Schulden machen, Schulden machen. Und wenn man hier jetzt nicht klein beigibt, was natürlich schwierig werden dürfte, da man ja nicht die Mehrheit hat, aber wahrscheinlich auch nicht viel andere Lösungen ansonsten anstehen, weil man sich gegenseitig blockieren kann natürlich. Würde mich nicht wundern, wenn diese Geschichte diesmal durchgeht. Ja, in der Tat, wir können
Genau, ich glaube, darüber hinweggehen, da steht nichts wesentlich Neues mehr drin. Also es wird wirklich den Menschen gezeigt, was Sache ist. Und allein schon der Umstand, dass man das jetzt auf ja, strategischen und Aufklärungsgründen gekoppelt hat, ist für mich schon ein Stück weit ein Indiz mehr, dass es möglicherweise gar nicht zu regulären Wahlen am 5. November kommen wird. Also, weil eins ist ja klar, da wird ja da wird ja ein Ausmaß an einer Wahlbeteiligung auf einmal sein, ja. Da werden so viele Menschen auf einmal dann wählen, die gar nicht wählen dürfen, streng genommen, ja. Also da bin ich mir sicher, da werden sie die Öffnungszeiten der Wahllokalen verlängern müssen. Ja, vielleicht bringen ja die Leute auch ihre eigenen Boxen mit, ja, falls die anderen schon voll sind. Ja, wir sind mit Teil 1 durch, haben zum Abschluss noch eine Zusendung. Also die Frage, die wohl ganz viele beschäftigt und die man auch mittlerweile auf den Fahrzeugen mit sich führt, ist: Geht's los? Hier gesehen in Berlin. Ja, herzliche Grüße an denjenigen mit dem Bus. Die Frage sollte einfach mal noch viel, viel mehr Leute beschäftigen, denn es wird Zeit, dass es losgeht. Ja, das freut mich besonders, dass der Aufkleber doch jetzt gelegentlich gesichtet wird. Im öffentlichen Raum, glaube ich, sagt man dazu. Also kann gerne nachgeahmt werden. Wir haben noch ein paar Aufkleber, soweit ich weiß. Und in dem Sinne, Carsten, sind wir ja mit Teil 1 schon durch, oder? Genau so sieht's aus. Wir sind durch. Pause gibt's heute. Ein etwas längeres Video, 15 Minuten zu aktuellen Sachen. Dann sehen wir uns gerne in Teil 2 wieder, wer möchte. Den Link zu Teil 2 stelle ich jetzt in die Chats. Da ist es. Genau. Ich sage Dankeschön für die, die uns jetzt verlassen. Und bis gleich für die, die noch Teil 2 mit anschauen. Und ansonsten geht es auf jeden Fall morgen Abend 21 Uhr weiter. Bis dahin, ciao bzw. gute Nacht. Ich verabschiede mich auch von denjenigen, die sich von uns verabschieden. In dem Sinne, gute Nacht. Und alle anderen sehen wir gleich in Teil 2. Wir freuen uns auf euch und bleibt dran.